Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, jeder Fotograf kennt es, unser Kamera-Equipment ist unser wertvollstes Gut in dem Sinne, wenn es darum geht, dem Hobby nachzugehen oder vielleicht auch seinem Geschäft. Und mir ist es schon öfter mal passiert, dass ich so in Gedanken war und fast die Hand geöffnet hätte. Ja, und das ist klar, in dem Moment fällt die Kamera natürlich runter. Und genau aus diesem Grund gibt es halt so Kamerahandschlaufen. Das heißt, die werden hier befestigt und gehen dann hier um das Handgelenk rum. Und ich habe da schon einige getestet. Also manche waren wirklich wie so komplette Handschuhe, die komplette Hand überdeckt haben. Manche sind halt so, dass es hier so einen festen Lederriemen gibt. Und dann geht von dort aus eine Kette oder eine Lederschlaufe oder vielleicht auch ein Seil hier zu dieser Halterung. Ja, und das alles ist halt nicht so zufriedenstellend, wie ich mir das gedacht habe. Zumal die Sachen manchmal auch wirklich sehr teuer sind, also selbst aus einfachem Paracord kosten die teilweise 30 Euro, aus Leder zwischen 50 und 70 Euro. Ja, das ist schon eine Stange Geld. Aus diesem Grund möchte ich euch heute zeigen, wie man aus Paracord selber so eine einfache Handschlaufe knüpfen kann. Der Materialaufwand beläuft sich auf ungefähr, ja, ich würde sagen, vielleicht höchstens 5 Euro. Und das Prinzip ist dann ganz einfach. Man geht einfach hier drum, schleust das dann hier durch und schon hat man eine feste Schlaufe. Und sollte die Kamera runterfallen, wird sie hier gehalten. Ich habe dann hier noch so einen Clip angebracht. Das heißt, ich kann die Seite hier erstmal an der Kamera befestigen, hier in dieser Öse, was die meisten Kameras haben. Da wird also dieses Teil durchgefädelt und dann brauche ich mich bloß noch andocken. Fertig. Das ist jetzt natürlich für die Pentax K1 Mark II. Deswegen ist es etwas stabiler und robuster. Das hat also jetzt ungefähr eine Materialbreite von so 15 bis 20 mm und eine Länge von vielleicht, ja, ich sag mal so um die 30 cm vielleicht insgesamt. Für meine Sony ZV-E10 reicht natürlich eine kleinere Variante davon. Das heißt, die wird etwas schmaler werden mit etwas dünnerem Paracord. Und ja, wie das Ganze geht, werde ich euch heute zeigen. Viel Spaß beim heutigen Video. Was wir natürlich alles benötigen, ist als erstes einmal diese Schnalle, ein Schlüsselring und dann entweder nur eine Farbe Paracord oder man kann auch sich für zwei Varianten entscheiden. Ich habe jetzt mal zwei Varianten, denn eine verwende ich als Kern des Armbands und das zweite ist die Außenhülle. Das kann man hier auch wunderbar sehen. Der Kern ist hier ein einfaches schwarzes Paracord und die Hülle war dann ein andersfarbiges Paracord. Und genauso werde ich das hier auch machen. Einmal dieses einfache Paracord hier als Kern und dieses farbenfrohere als Außenummantelung. Im nächsten Schritt müssen wir einmal die Länge ermitteln. Also man konnte hier bei dem Armband sehr gut sehen, wenn ich das noch einmal anziehe. Wir müssen mit dem Paracord natürlich einmal um das Handgelenk herumkommen. Und dann müssen wir natürlich noch etwas mehr Material haben hier auf der Seite, weil hier halten wir die Kamera auf der Seite. Und ungefähr hier ist diese Halterung auf der Position ungefähr. Das heißt, wir brauchen den Armumfang, das Stück, was zur Kamera hingeht und vielleicht noch so 2-3 cm mehr, damit wir hier auf der Seite etwas Spiel haben. Das Armband hier war etwas zu groß geworden, das ist aber jetzt auch nicht weiter tragisch. Aber das hätte jetzt eine Länge von ungefähr 35 cm. Und das Wichtige ist, wenn wir uns das neue Paracord jetzt zurechtschneiden, erst einmal hier die Seite etwas anflammen, damit das dort nicht weiter ausfranst. Und jetzt brauchen wir einmal die 35 cm für die Strecke hin, das gleiche nochmal für zurück, also nochmal 35 cm. Das Ganze nehmen wir aber jetzt nochmal mal 2, weil wir den Schlüsselring einösen müssen. Ihr werdet später verstehen, was ich damit meine. Das heißt, wir kommen jetzt ungefähr auf diese Länge hier. Und jetzt tue ich noch ungefähr 2 cm dazu, und zwar für diese Schlaufe hier, die konnte ich ja jetzt nicht bemessen in der Länge, aber ungefähr 2 cm reichen. Das heißt, ich schneide jetzt einfach mal grob hier ab und direkt wieder veröden, dass uns das Ganze nicht weiter ausfranst. Jetzt nehmen wir uns unsere Schnalle. Wir fangen mit dem Stück an und da gehen wir einfach hin und schleifen einmal durch, direkt wieder zurück. Schauen aber, dass hier auf der Seite diese Öse bleibt. Und dann richten wir das Material auf die gleiche Länge aus. Das heißt, einfach hier festhalten, auf der anderen Seite ziehen, bis dass es sich auf die gleiche Länge ausgeht hier vorne. Dann gehen wir mit den beiden Enden durch diese Schlaufe hier durch und ziehen das Ganze gleichmäßig zusammen,
dass sich hier auf der Seite diese Schlaufe bildet. Und auf der anderen Seite soll es halt ungefähr gleich lang sein. Da geht es sich jetzt nicht um 2-3 mm Unterschied, aber so Pi mal Auge sollte es gleich sein. Jetzt gehen wir wieder zum Ende dieser Seite hier, nehmen unseren Schlüsselring, schlaufen den einfach darüber. Und jetzt halten wir das so ungefähr fest, dass wir den Schlüsselring ziemlich mittig positionieren können. Auch hier kommt es nicht darauf an, dass die exakt gleich lang sind. Wichtig ist nur, dass die Enden hier etwas vorher aufhören sollten. Also hier ist die Schlaufe und hört mit dem Material lieber etwas früher auf. Also in meinem Fall sind das ungefähr so 1,5 cm, 15 mm. Und dann kann man den Ring hier oben wunderschön positionieren. Dann legt man sich das Ganze einfach vor sich hin. Und vielleicht beschwert man das Ganze etwas, dass es halt nicht die ganze Zeit hin und her tudelt. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich gehe mit der Rückseite von hinten durch den Ring durch und die beiden Enden, die hier oben rauskommen, die habe ich jetzt hier außen lang geführt, sodass das halt gleichmäßig parallel zueinander läuft. Der nächste Schritt betrifft jetzt das neue Paracord, also das die zweite Farbe. Das sollte ungefähr eine Länge von 3 Meter haben. Also auch wenn das Band jetzt hier nur ungefähr 40 cm lang war, das täuscht, weil man muss ja immer wieder mit den Knoten hin und her darüber hinweg und ihr braucht da sehr viel Material. Deswegen 3 Meter ist schon eine gute Länge und lieber etwas zu viel, als wir am Ende zu wenig zu haben. Und hier suchen wir uns einfach mal die Mitte aus. Das heißt, wir ziehen das auf die gleiche Länge und ermitteln den Mittelpunkt. Und das lege ich mir jetzt hinter diesen Ring. Achte darauf, dass hier die Bänder weiterhin parallel laufen. Und jetzt gehe ich einfach hin mit dem Band einmal hier drüber und hier wieder zurück, dass man so eine S-Form erhält. Einfach, dass wir hier ein S haben. Und zwar geht das Band unten drunter. Wir haben es ja vorher unten drunter geschoben. Dann geht es hier drüber hinweg einfach in einer S-Form. Und jetzt nehmen wir das Ende von dieser Seite und gehen einfach durch die untere Schlaufe durch, unter diese Bänder hier hinweg. Aufpassen, dass ihr alle Bänder mitnehmt und tauchen dann auf der anderen Seite wieder auf. Das ist bei der ersten Schlaufe etwas frickelig, aber wichtig ist nur, durch die untere Schlaufe drunter durchtauchen, unter allen Bändern hinweg und dann geht ihr durch die obere Schlaufe wieder hoch. Und dann zieht ihr das einfach gleichmäßig an und ihr seht, jetzt haben wir eine Schlaufe gebildet, wo hier auf der Seite dieser Knubbel ist. Das Ganze schön festziehen, dass es nach Möglichkeit nicht mehr verrutscht. Und jetzt gehen wir hin von der Seite, wo der Knubbel ist und legen von dort aus die beiden Schlaufen. Das heißt, einfach in einem Bogen zweimal über das Band drüber. Und mit dem Ende von dieser Seite hier tauchen wir auch hier erst durch die untere Schlaufe hindurch, unter alle Bänder hinweg und hier dann wieder hoch. Und auch hier dann wieder gleichmäßig anziehen. Und jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir den Knubbel auf der anderen Seite. Und wichtig ist halt nur, dass ihr es beibehaltet, immer von der Seite, wo der Knubbel ist, mit den Schlaufen anzufangen, auf die andere Seite zu gehen und dann mit dem Ende der anderen Seite unten drunter, auch hier unten drunter und hier wieder hochgehen und halt darauf achten, dass ihr hier diese Parallelität beibehaltet der beiden Bänder. Das heißt, die beiden, die hier oben außen sind, die sollten auch hier außen sein und dann einfach durchlaufen. Das Ganze sieht jetzt etwas wild aus. Und das Schöne ist, diese Knubbels, die wir hier sehen, die wechseln sich jetzt immer wieder ab, links, rechts. Und so machen wir jetzt einfach die ganze Zeit weiter, bis dass wir das Material aufgebraucht haben, beziehungsweise bis dass wir am unteren Ende der Schlaufe angekommen sind. Es kann übrigens durchaus sein, dass ihr euch wesentlich leichter tut, wenn ihr das Ganze einfach in der Hand haltet und dann halt hier diese beiden Schlaufen bildet und mit dem Ende dann hier durchgeht. Das ist am Anfang etwas, ja, ich sag mal etwas blöde, weil die Bänder so lang sind. Aber das Problem erledigt sich später von alleine. Also es geht auch wunderbar aus der Hand. Ja, und jetzt machen wir das Ganze weiter bis zum Ende.
So, ich bin jetzt fast am Ende angekommen. Es ist also nicht mehr viel von der äußeren Paracord-Hülle über. Und damit ich jetzt diese beiden Enden hier schön darunter verstecken kann, gehe ich jetzt hin und schneide die beiden ab. Darauf achten, dass ihr nicht diese Sehnen hier durchschneidet, sondern wirklich nur die beiden äußeren. Weil wenn ich die jetzt hier abschneide, kann ich die bei den späteren Wicklungen hier drunter verstecken. Hier ist wichtig, die beiden kurz anflammen, dass es versiegelt ist. Und jetzt kann ich quasi die letzten Schlaufen machen und verstecke dann diese beiden Enden hier unter dem geschlauften Paracord. Vom Prinzip her geht es jetzt weiter. Ihr habt ja gesehen, das geht also wirklich sehr, sehr zügig. Wichtig ist jetzt hier nur, dass ich darauf achte, die richtig schön einzuwickeln. So, das war's. Und jetzt ganz normal weitermachen, dass wir so einen schönen Übergang hinbekommen hier auf der Seite. Ja, und ihr seht es schon, meine 3 Meter sind jetzt fast am Ende. Das heißt, ich hätte das Armband vielleicht etwas kürzer machen sollen. Denn mehr als 3 Meter hatte ich von der Farbe jetzt leider nicht zur Verfügung. Aber es ist nicht weiter tragisch, denn das Einzige, was jetzt halt passiert ist, dass auf der kameraseitigen Seite etwas Paracord überbleibt, was halt nicht durch die äußere Hülle bedeckt ist. Aber das ist nicht so weiter tragisch. Zum Ende hin wird es halt etwas frimmelig, diese Schlaufen noch hinzubekommen. Und ihr macht halt so lange weiter, wie es noch geht. Und das dürfte ungefähr jetzt der Zeitpunkt sein, weil noch eine Schlaufe bringe ich nicht hin, beziehungsweise wenn ich jetzt hier das S legen will, komme ich nicht mehr durch. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, schneiden das hier ab, ungefähr so 3 mm vor der Schlaufe, veröden das, beziehungsweise machen das hier auf der Seite etwas wärmer, dass es wirklich schon anschmilzt, und gehen dann einfach mit der Schere hin und runden das dann hier so ab. Dadurch bekommen wir eine sehr schöne Rundung, keine scharfen Kanten. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite ebenfalls. Auch hier etwa 3 mm vor der Schlaufe wegschneiden. Heiß machen. Nicht zu lange drauf halten, weil sonst wird es schwarz. Das sieht dann einfach unschön aus. Und wichtig ist halt auch, dass ihr hier so schön abrundet. Denn nur dadurch bekommt ihr hier diese wunderschönen Rundungen hin, dass es sich halt nahtlos übergeht. Und vor allen Dingen ist es jetzt so fest verschlossen, dass es halt nicht mehr aufgehen kann. So, fertig ist unsere Schlaufe. Die halt auch wunderbar passt. Sehr angenehm zu tragen, man hat immer noch Luft. So, hier geht es zur Kamera hin, das passt ebenfalls. Das natürlich richtig rumhalten. Okay, wunderbar. Bis hierhin hat schon mal alles wunderbar funktioniert. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Paracord für die Seite der Schlaufe. Ich denke, da reicht ungefähr... Dann nehmen wir glatte 15, dann geht es sich einfacher. Auch hier schneiden wir dann einfach mal ab, veröden das Ganze wieder. Dann schieben wir beide Enden hier durch. Und zwar wieder so, dass wir hier auf der Seite diese Öse behalten und hier die beiden Enden rauskommen. Und die halten wir jetzt nah beieinander, erhitzen sie und runden das Ganze ebenfalls wieder ab und versuchen halt, die beiden Stücke so miteinander zu verschweißen. Das kann etwas tricky sein, funktioniert vielleicht auch nicht direkt beim ersten Mal. Und lieber auf Nummer sicher gehen, dass es dann auch richtig hält. Und wichtig ist halt, dass sich hier so ein Fuß bildet. Denn wir wollen ja verhindern, dass die beiden Enden später wieder durch diese Schlaufe hindurchgehen. Das heißt, das muss also so etwas abgeplattet sein. Und zwar so, dass hier rundherum ein Rand entsteht. Denn nur so geht es halt nicht mehr durch die Öse durch. Jetzt haben wir hier so einen richtig schönen Kranz. Das heißt, wenn ich hier dran ziehe, geht das auch nicht mehr raus. Und eigentlich sollte die Schlaufe ja für meine Sony sein. Mit der bin ich aber gerade am Filmen. Das heißt, wir nehmen jetzt ersatzweise einfach mal die Kamera hier. Hier wäre halt die Halterung. Dann geht man einfach mit der Schlaufe hier durch und schlauft die Schnalle einmal da durch. Zieht das Ganze stramm und schon hält das. Und ihr seht, das hält auch. Also ich kann die Kamera jetzt mal halten. Das hält problemlos. Natürlich hätte ich das jetzt auf der Seite machen müssen, beziehungsweise jetzt müsste ich meine Schnalle oder mein Armband auf der linken Seite tragen, dann geht es sich genauso aus. Einmal andocken, fertig, das war's. Und jetzt kann ich die Kamera problemlos halten. Und wenn sie mir jetzt runterfallen sollte, ich lasse es jetzt einfach mal passieren. Und ihr seht, das hält problemlos. Und hier, wie gesagt, das sitzt also jetzt nicht zu eng, man kann es wunderbar hin und her drehen. Wenn man wünscht, kann man es noch etwas enger ziehen durch den Ring, weil der ziemlich genau auf die Breite passt, hält er also die Breite genauso, wie man es sich einstellt. Man kann auch etwas weiter tragen, zum Beispiel so, dann hat man noch etwas mehr Luft. Ja, und das war's.
Man kann die Schnalle wunderbar schnell ausziehen oder wenn man halt eben nur die Kamera braucht, einfach mal abschnallen, danach wieder anschnallen, fertig. Wie gesagt, Materialaufwand ungefähr 5 Euro, Zeitaufwand vielleicht 30 Minuten. Und das Coole ist, ihr könnt euch die Schnalle so machen, wie ihr sie haben wollt. Das heißt, ihr könnt euch die Farben nach Belieben aussuchen. Ich finde die Farbkombi mit Orange und Grau jetzt tatsächlich sehr schön. Aber natürlich kann man auch, wie gesagt, einfach andere Farben verwenden. Im Vergleich zu einer gekauften Schnalle ungefähr 25 Euro gespart. Natürlich ist es dann hier Paracord und kein Leder oder was es sonst für Materialien gibt. Aber mir reicht das so aus und als kleine Notfallvorsorge, bevor die Kamera zu Boden fällt, auf jeden Fall eine super Lösung. In dem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.